Ja, hier ist die Axt im Walde. Ich grüße euch. Was kann ich sagen? Die Verwunderung war groß heute Morgen. Ja, da lief ein Download, beziehungsweise Bandbreite ging mal direkt runter. Ich konnte zugucken, wie hier eine 80 Kilobyte E-Mail heruntergeladen wurde. Und ich dachte mir, was denn hier los, ne? Ja, mein Bauchgefühl meinte dann auf jeden Fall, das kann wohl nur Steam sein. Ich denke mir, ja, gekauft habe ich aber nichts, was hier jetzt los, ne? Und das kann wohl doch nicht so schnell. Ja, doch, doch. Ja, ging aber im Endeffekt dann doch so schnell. Und kam wieder ein neues Update für The Forest heraus, ja. Version 0.06b, ja, ganz brandneu. Und beim ersten Anzocken habe ich heute schon gemerkt, ja, da gibt es ein paar Änderungen, die kann man wohl herzeigen, ne? Ja, ich dachte, wir machen ein eigenes Let's Play für. Ein bisschen was, finde ich, hat sich akustisch und auch grafisch im Intro getan. Auf die anderen Punkte komme ich nachher noch zu sprechen. Und ich denke mal, wir starten direkt los. Und ich sag vorab, ein neues Item gibt's, das ist der Stuhl. Einen neuen ersten Klasse-Passagier. Ich denke aber mal nicht, dass wir den hier finden werden. Beim ersten Durchlaufen im Wald habe ich den auch nicht wirklich gefunden. Aber gucken wir mal, jetzt ist Intro-Zeit und kommen wir nachher auf die anderen Punkte. Ja, da sind wir auch wieder mit The Forest. Ich sammle hier mal einfach die Reste auf von dem, was hier übergeblieben ist. Ja, ein bisschen was hat sich im Intro getan, finde ich. Ja, wir gucken einfach mal. Sieht jetzt folgendermaßen aus, bevor ich hier wirklich einen Sprung nach draußen mache. Ja, es gibt hier neue Sounds bei den Gegnern. Ich sag, dieses Bling ist noch da, ja, wenn sie einen entdecken, das ist ganz nett, sage ich, das auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, aber wenn man dann im Kampf ist, beziehungsweise auch in den Höhlen, spielt ein ganz komischer Sound ab. Ja. Ich sag mal, passt auf jeden Fall vom Ambiente gut ins Bild, ja. Ja, akustisch jetzt. Und ja. Aber das Ding hört hier nicht mehr wirklich zu spielen auf. Ja, das hier wirklich ein bisschen nervig. Aber gut, muss ich noch testen. Ja. Oh ja, Blätter. Ungewollt, aber doch. So ein Bällchen, schwupp. Ja, grundlegend sage ich, gibt es grafisch nicht wirklich viel Neues. Bis auf eine Sache, da denke ich mir, ja, da hat sich doch was getan. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen rum, sammeln das eine oder andere Teilchen hier ein. So, ein Bällchen und tschüss. Ja, ganz nett. Axt kommt auch wieder. Ja. Ja. Ich hätte doch mal gern ein Stück Lurchi. Ja. Lief hier an und für sich beim ersten Anspielen der neuen Version ganz unproblematisch. Da kam der Lurchi raus, das, ja. Ja, da kam einfach raus. Und das in der hohen Vielzahl, oder wie auch immer, ja. Ja, es hängt ab und an mal kurz. Mir ist auch aufgefallen,
Hier ist ein Lurchen. Mir ist auch aufgefallen, dass hier bei oder ab, ich sag mal, Version 06, ja, haben wir hier dieses kurze Lag drin. Ja. Das kommt auch immer irgendwie zu anfangs. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja. Ja, gut, kommen wir auch gleich auf einen netten Punkt zu sprechen. Nee. Ich muss auch mal kurz in die Optionen gucken. Ja, nee, das sieht an und für sich alles in Ordnung aus. Ja, vielleicht liegt es auch irgendwie am Wetter, an der Uhrzeit, man weiß es nicht. Ja, beim ersten Anzocken auf jeden Fall sah das Wasser von der Oberfläche her grundlegend mal ganz wirklich unbeschreiblich gut aus, ne? So, an diesem Punkt, das weiß ich, da bin ich auch schon hunderte Mal gewesen, wenn ich jetzt nur wüsste, wo das ist. Ja. Ja, dachte ich mir. Hier weit ab. Ja, gut. Ihr seht aber, das Wasser sieht hier wirklich ganz ordentlich aus. Ich find das wirklich sehr, sehr nett. Ja. Bisschen Speer. Ja, gut. Hier mit der Sonne ist vielleicht nicht so von Vorteil in der Spiegelung. Ja, aber ich persönlich finde das wirklich ein nettes Wässerchen, was wir hier jetzt haben. Oh. Oh. Ja. Ja, horch, was kommt von draußen rein? Da haben wir einen oder anderen Stuhl, ja. Hier, was gibt's hier? King Outdoor, ja. Wir ziehen auch direkt mal wieder von dann. Ja, das sind noch so ein paar Verrückte. Ja, gut. Und man hört's vielleicht ganz leise. Ja, da spielt schon diese bedrohliche Musik im Hintergrund. Ja, hier haben wir das auch ganz schön. Es reflektiert jetzt hier nicht mehr so extrem. Ja. Ja, Susi, wie geht's dir hier? Ne? Ja, Susi hat sich hier entschlossen, mal nichts zu machen. Ist auch in Ordnung. Ja, gehen wir wieder. Ja, Wässerchen, ne? Sieht wirklich absolut in Ordnung aus. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja, ich denke mal, wir essen hier kurz mal ein Riegelchen. Gut, Stuhl haben wir gefunden. Schöne Sache. Reflektieren tut das jetzt auch nicht mehr wirklich. Also, dass man hier meinen möchte, ja, hat auch mal irgendwo im schönen Laden eingekauft und dachte sich, noch, da kleide ich mich doch neu ein. Ja, hier vorne, ja. Zu meiner persönlichen Freude haben wir hier auch direkt mal das Segelboot. Ja, verändert hier komischerweise irgendwie wieder, ich sag mal, hier den Ankerplatz. Ja. Das wie erinnert mich irgendwie an vergangene Versionen, wo das Boot dann immer woanders zu finden war und manchmal aber gar nicht mehr. Ja, das hier aber nicht angelegt. Ja. Das hier, ich sag's ganz ehrlich. Oh, Referenzbeispiel für ein Let's Play. So muss das, ne? Ja, da könnt ihr hier mal alle. Jetzt habe ich. Oh, ja. Ich grüße Sie, Herr von und zu Rückenflosse. Wow, das gibt's doch nicht. Ja, nee. Da hier. Da ist ich denke mal hier. Es tickt nicht mehr ganz richtig. Guckt euch einer das an. Ja, ich denke mal, ich verziehe mich hier mal ganz flötterchen aufs Boot. Ja, die Axt liegt hier zu meinen Händen. Aber wie ihr seht, war es das schon gewesen. Ja, da gibt's keine Axt. Ich kann hier zwar auch Viecher. Ich denke mal damit, ja, Viecher damit verprügeln, aber dargestellt wird mir die Axt als solche nicht mehr, ja, wenn ich sie in den Händen halte.
hier ein bisschen Rumgefackelchen mitgenommen. Gucken wir, was da oben noch gibt. Ein Seilchen. Ja, ja, auch neu. Hier direkt mal zum Durch. Ja, fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ja, ich hab's hier auch mal direkt flötterig ganz weg. Das ist mir nicht ganz geheuer hier mit den Haien. Ja, hier haben wir Paradebeispiel auch fürs Wasser. Ja, wunderbares Wasser. Ach, so gefällt mir das. So gefällt mir das, meine Lieben. Ja. Ja. Springt hier noch ein bisschen kantig durch die Gegend. Ne? Ja. Aber es sieht anständig aus. Das sieht mal wirklich anständig aus. Wenn ich hier ein bisschen reinschwimme, ich sag mal, das auch wirklich sehr anständig. Ne? Man sieht ein bisschen was. Scheint hier wirklich eine klare Bucht zu sein, das ist wunderbar, so gefällt mir das. Aber man sieht hier nicht allzu weit. Ja, das grundlegend ist, sag ich, ganz realistisch angehaucht. Hier für ein Spiel definitiv. Ja, gefällt mir. Wir kommen auch mal ganz flott zurück. Nämlich zur modernen Axt. Hier ist nichts mehr drin. Fahren wir mit der Maus aber drüber, ist sie noch da. Ja, ich wähle auch mal hier wieder diese Rettungsaxt, Flugzeugaxt nennt sich das Ding. Guck auch mal, was sich im Inventar tut. Ja, und sieh hier nach wie vor, wenn ich mit der Maus drüber fahre, nur ein bisschen Text. Ja. Also funktionieren tut das Teil auf jeden Fall. Ich sag mal, man sieht eigentlich gar nichts mehr. Ja. So. Ja. Ich baue mir auch, denke ich mal, flotten Häuserchen hier hin. Ja, ist zwar nicht die optimale Lage, aber gut. Was das Survival hier betrifft in The Forest, kann man ja mittlerweile sagen, definitiv kennen wir das Spiel schon recht gut. Ja, ja, Lurchi legt noch ein bisschen artistische Künste hin. Gefällt mir auf jeden Fall, ja. So muss das laufen. Bisschen Spaß im Spiel noch hinzu. Ja, dann sind wir zufrieden. Auf jeden Fall, wo waren wir vorhin? So. Wir gucken uns nachher auch an, wie es mit der Yacht, dem Segelboot so verläuft. So ein bisschen Stöckchen. Oh ja. Nicht nur die Stöckchen, wir brauchen hier auch ein bisschen Großhölzchen. Und dazu begrüßen wir unsere nächsten Kandidaten. Ja. Da wirst du nicht mehr lange stehen. Ja. Da dreht es sich ein paar Mal noch im Kreis und entschließt sich dann einfach, den Löffel abzugeben. Ja, ich trinke auch mal eine Kose Dola. Hol mir noch ein paar Stämmchen. Oh ja, das Wasserchen, das sieht mir ordentlich aus. So stelle ich mir das vor. Ja. So ein bisschen Hölzchen muss hier wohl noch sein. Ja, da haben wir dann wieder den Moosbaum, ja, aus der letzten Episode von Let's Play The Forest mit manchmal DJ, manchmal auch nicht Axt. Und ja. Ja, find ich auf jeden Fall wirklich, gefällt mir sehr gut hier, mit dem Segelbötchen.
vorne dran. Herr Lurchi, ich begrüße dich. Ist mir hier gerade vorne vor die Füße gelaufen. Ja, mich wundert ja an und für sich schon ein bisschen. Ich speichere hier auch direkt mal ab. Und mich wundert ja wirklich ein bisschen, dass hier jetzt keine Kannibalen zu sehen sind. Ja, Feuerchen hier. Beziehungsweise, dass uns noch gar keine wirklich über den Weg gelaufen sind, bis auf hier die, sagen wir, nervigen, blutigen, hungrigen, meine ich natürlich. Blutig sind sie ja fast alle. Ja, sind die normalen Kannibalen hier beim ersten Anzocken vorhin. Ich meine, da ging's ja richtig ab. Die kamen hier an. Ich dachte mir, ja, bis morgen geht das nicht mehr klar. So war es dann auch. Bin auch direkt in der Höhle gelandet. Ja. So, wir braten uns jetzt hier mal einen flotten Lurch raus. Ja. Feuern die Party noch mal ein bisschen an. Vögelchen, du wurdest fast gebraten. Ja. Jo, wir haben auf jeden Fall gut gegessen. Wir sind ein bisschen die Gegend angeguckt. Und ich sag mal jetzt, wollen wir mal gucken, ob hier irgendwo der eine oder andere Kannibale rumläuft. Jo, wobei, ich sag mal, die beste Idee ist ja direkt mal, dass ich euch auch ein bisschen was von der Höhle zeige. Ja. Ja, kennen wir zwar schon, aber ich sag mal, ein bisschen Höhlensounds, die müssen wohl sein. Ja. Neuen Höhlensounds angucken, anhören. Ja. Und dann gucken wir uns noch ein neues Feature an, von den Kannibalen, ja. Oh ja, da haben wir wieder Eiswasser. Eiswasser immer super. Ja, ein bisschen schwimmen muss doch sein. Und, ach. Da fällt mir noch was ein. Ja. Aber gut, wir haben ja ein bisschen Zeit. Obwohl ich euch hier auch nicht, beziehungsweise überhaupt nicht zeitlich strapazieren möchte. Oh. Ja, wobei, es könnte ja... Gut, ihr hört ein bisschen die Höhlensounds. Ich sage auch mal gar nichts für einen Moment. Ja, ist wirklich, ich sag mal, ist wirklich ganz leise nur zu hören. Ja. In meinem Fall bin ich jetzt froh, dass auch mit der Version 0.06b nicht hier irgendwie weitere Monster hinzukamen. Ja, wie komme ich jetzt? Ja, hier gehe ich noch weiter. Ich meine, weitere oder überhaupt mal Kannibalen hier in diese Höhle gestopft wurden. Ist ja immer ein bisschen so eine Sache, man verlässt sich auf etwas und dann kommt es ganz anders, als man denkt. Ne? Kennen wir alle. Ist nicht immer sehr erfreulich, aber gut, wir spielen The Forest in der Version 0.06b. Ja, neuer Patch kam heute raus. Ich sag mal ungefähr 0. Ich sag, was rede ich hier denn? 2 Uhr morgens, ja, von Donnerstag auf Freitags 2.30 Uhr ungefähr. Ja, ganz grob. Ja. Wir gucken uns hier auch was an.
liegen hier an und für sich irgendwo hier. Aber jetzt liegen hier keine Kartons mehr rum. So auch mal anders. Gut. Wir gehen auch mal flott auf eine Exkursion. Ja, haben wir Hügelland. Das sieht auch hier, ich sag mal, von Mal zu Mal besser aus. Ne? Früher hat das hier richtig abgepackt. Ja, mittlerweile geht das schon ein bisschen besser. Ja. Das ist natürlich schön hier zu sehen, dass bei der Entwicklung von The Forest zwar nicht immer viel passiert, und manchmal auch immer ein bisschen komische Fehler wieder auftreten. Ja, ist natürlich extra nervig. Aber ich muss doch sagen, wir machen hier Fortschritte. Ne? Jetzt geht es momentan, geht es wahrscheinlich darum, die Fehler auszubügeln. Ja. Die irgendwo mit der Zeit entstanden sind und auch teilweise von Anfang an mitgenommen wurden. Ja, nervt mich jetzt ein bisschen, dass hier die Kannibalen nicht kommen. Ja. Wir haben mich ja vorhin heute regelrecht überfallen. Ja. Ja, wir sind wieder an dem Punkt angelangt, wo ich mir denke, wir gucken uns an, wo hier die Kannibalen hin verschwunden sind. Müssen wir suchen. Ja. Ja, ich gebe es auch offen und ehrlich zu. Ich war auch beim ersten Anzocken ein bisschen an anderen Stellen, die höher frequentiert waren, beziehungsweise sind von den Kannibalen. Ja, Nerv. Jetzt sehe ich dann bald nichts mehr. So, gut. Ich sag mal Hallo Flugzeug. Ja, ist auch wieder schön, das Wässerchen, ne? Ja, gefällt mir gut. Ausgesprochen gut. Ja, Haussymbol sieht man hier, ist auf jeden Fall vorhanden. Das nicht erst wieder seit dieser Version, das war auch vorhin dran. Nur beim, wie heißt der nochmal? Hier die, ja, Temporary Shelter. Ja. Bei dem gibt es natürlich kein Haussymbol. Das gibt es hier erst bei diesem Basic Shelter, oder wie das einfache Ding hier heißt. Ja. Und natürlich bei der großen Holzhütte. So, was jetzt hier? Wo bin ich denn überhaupt? Ja gut, wir laufen auch mal direkt zurück. Das ist mir auch zu wenig Tageslicht momentan, ne? Ich möchte euch dann noch eine schöne Sache zeigen. Ja, ein bisschen laufen. Uah. Ja. So viel auch zum Thema Sturzschaden. Ja. Direkt auch mal Medizin. So viel zum Thema Medizin. Ist hier alles wirklich nicht so schlimm. Ja. Weil wir auch gerade dran sind, probieren wir noch eine Sache aus. Ich hole uns hier auch direkt mal ein Standing Fire. Dann brauchen wir noch ein bisschen Hölzchen und Steinchen. So. Ja, Tritratalala. Ich erfreue mich meines Lebens doch wunderbar. Und direkt mal wieder ab hier, um unser Feuerchen zu bauen. Na, wir könnten mal wieder ein Lurch heizen. Aber gut. Müssen die armen Tiere ja jetzt nicht demonstrativ quälen hier. Extra nur fürs Let's Play. Ja, ich sag mal, das sieht stimmig aus, ne? Ja, es ist an und für sich nett. Jetzt könnte ich mir vorstellen, hier ein bisschen Adventure-Elemente noch hinzu. Und dann, oh ja, da hat sich aber einer hier verbrannt. Ja, da hat sich ein Vieh verbrannt, aber das ist ein Feuerkarnickel. Ja, ich grüße dich. Und ja, heute dich auch ungewollt. Gut, Vieh ist mal direkt reingelaufen. Ja.
So, getan hat sich zeitlich nichts, das war auch nur das Speichern. Jetzt gehen wir direkt mal pennen, gucken, was bei rauskommt. Ja, sieht wieder schön aus, Vögelchen begrüßt mich. Standing Fire haben wir hier und wir ziehen auch direkt mal los. Ja, Eile haben wir natürlich nicht. Es dauert immer ein bisschen, bis hier auch die Sonne aufgeht und ordentlich Licht in der Spielewelt drin ist. Ne? So, wir laufen auch mal direkt quer durch den Wald. Ja, weiß nicht, das ist die Fotocrew oder Filmcrew. Ja, hier haben wir wieder den neuen Kingsessel. Eine Schaltplatine brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe nicht unbedingt vor, hier im Let's Play eine Bombe zu basteln. Ja. Ja, obwohl, ich finde das auch ganz nett hier beim Bombenwerfen, ja, wenn die explodieren. Da haben wir es ja auch schon. Die sind jetzt irgendwie nicht mehr so, ich sag mal, explosionsartig, weiß, gelb, orange, rot, ne, feuermäßig und ein Haufen Rauch dazu. Dann ist einfach farbig. Da ist blau drin, grün, gelb, ich weiß nicht, weiß da gar nicht. Hier haben wir auf jeden Fall. Ja, ihr hört die Musik im Hintergrund. Hier haben wir normalen Kannibalen. Und guckt mal genau hin. Ja, dann musst du aus dem Wasser rauskommen, bitte. Ich bitte dich. Aus dem Wasser raus. Ist ja nicht so schwer. Ja. Gut, da hat das wohl nicht so geklappt. Ich denke mal, da suchen wir uns noch einen oder eine, man weiß es nicht genau. Ja, hier auch schön demonstriert, die Kisten, die Kartons. Die fallen hier wirklich nicht mehr vom Himmel. Selbiges trifft auch auf die Koffer zu. Das habt ihr vorhin wahrscheinlich schon beobachtet. Hier fliegt nicht mehr alles quer durch die Gegend. Das ist auch ganz angenehm. Ich meine, ich sag mal, gestört hat es mich davor natürlich nicht, ne? Ja, hier sind wieder ein paar Leute nackt. Oh, ja. Da haben wir natürlich unseren Paradefehler. Ja. Quer durch die Gegend wechselt das Ding hier auf jeden Fall noch Haut und Klamotten und weiß nicht, was noch alles hinzu. Ja. So, ja, ich baue hier auch mal ganz flott einen kleinen Shelter hin. Da ist nicht viel zu nötig, ne? Und ja, doch ein paar Stöckchen brauchen wir noch. Haufen Stöckchen sogar. Ja, nimm mal hier das Stöckchen auf. So, jetzt haben wir mal alles hier. Ja, und dann wird gespeichert. Und ja, was machen wir in der Zwischenzeit? Ja, wir exiten einfach mal direkt.
Und kommen auch direkt wieder zurück. Wir sind wieder hier in Let's Play The Forest. Man mag es kaum glauben. Ja, und ich lade direkt mal das Spiel, das wir vorhin gespeichert hatten. Ja, und wir gucken, was geht so ab, wenn man das Spiel hier wieder lädt. Ist das Segelboot noch hier gemütlich am Abchillen hier in der Ecke? Oder doch wieder verschwunden von den Aliens entführt, man weiß es nicht. Ja. Nicht, dass ich jetzt hier eine Theorie lostreten möchte, aber immerhin, man soll Möglichkeiten nicht außer Acht lassen, dass sie hier immerhin in The Forest eine fiktive Welt. Ja. Gut, da gab es auch schon so einen komischen Zwischen. Oh ja. Guckt, was wir hier haben. Noch nicht wirklich direkt in der Hand. Und wahrscheinlich jetzt auch ja, wieder weg. Nach dem Laden ist auf jeden Fall hier im Inventar die Modern Axe wieder zu sehen. Ja. Aber kaum in der Hand genommen, ist er wieder weg. Ja. So. Gut. Ist nicht ganz gesund, aber hier fürs Let's Play tut's das Ganze mal. Ich werde mal nach einem gemütlichen kleinen Lurch speisen, sage ich, nach dem Let's Play. Ja, nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Hier haben wir auch wieder schönes Wasser. Ja. Ist ja wirklich absolut angenehm, einfach nur zuzugucken. Ja, wirklich ausgenommen schöne, wunderbare, prächtige Spielewelt mittlerweile. Ja, ein bisschen Feintuning, ganz gemütlich mit der Zeit und es wird schon, ja. Ja, ich mache das immer zwischendurch, nicht wundern, damit hier die eingeblendete Schrift links unten dann nicht immer rumnervt, ja. Ich mag das echt nicht, wenn hier die Schrift so komisch dauernd am Blinken ist. Mir kommt auch hier an dieser Stelle vor, dass das Wasser noch nicht ganz so Richtung Ufer kam, wie bisher in dieser Version. Ja. Ich teste das auch immer. Ich habe das letztens in einem Let's Play mal angesprochen. Ich teste das auch immer zwischendurch, ob man hier vom Heim ein bisschen weggeschleudert wird, quasi so wie ein Bounce Ball. Oder beziehungsweise und ob dann der Duplizierungsbug, das heißt, wieder auftritt. Das ist immer schön anzugucken. Ein bisschen komisch wohl auch, ne? Ja. Gut, ich möchte auch noch eine Sache erwähnen. Wer es bisher noch nicht wusste. Oh, ja, Lurch, du stehst hier ganz gemütlich im Wasser. Ja, schönes Urlaubsbild wäre es jetzt auf jeden Fall gewesen. Hätte ich auf den Auslöser gedrückt. Wunderbar, gefällt mir gut. Sauber. Ja, auf die Ausdauer möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Die Ausdauerleiste ist hier gleich die innere Abrundung rechts bei diesem Menü. Ja, und die Ausdauerleiste geht natürlich, ich sag mal, ziemlich zackig runter. Die meisten wissen aber nicht, dass die Ausdauerleiste trotz dessen, dass man hier stehen bleibt, ja, und an und für sich gar nichts tut, noch immer runterläuft, wenn man hier die Shift-Taste gedrückt hält. Ja, gut. Ihr seht das, ja, Karnickel unter Wasser. Ja, das ist auch ganz neu gewesen. Das eine kam raus, das andere rein. Ja, gut. Ich drücke jetzt mal die Shift-Taste. Achtet bitte auf die Leiste der Ausdauer. Ja, ich bewege mich nicht. Ich bewege mich kein Stückchen hier im Spiel und die Ausdauer geht einwandfrei nach unten. Ich lasse das Ganze jetzt auch wieder bleiben, sonst haben wir hier keine Ausdauer. Ja, hier. Lurch unter Wasser. Ja, das hast du noch nicht gesehen. Ja, da war wieder ein Karnickel. Ja. Ja. Das ist natürlich auf jeden Fall amüsant. So. Wir gucken hier ein Stückchen. Und wir gucken und wir gucken. Ich denke mal, beim Gucken wird es wohl bleiben. Da kommt dann nichts mehr, ne? Ja, nee.
Es hat sich ausgejachtet. Es hat sich einfach ausgejachtet. Gut, aber ist auch von Vorteil hier, wieder ein schönes Wässerchen zu sehen. Ja. Ja, ihr seht, hier ist die Box ein bisschen hier runtergesprungen. Aber war auch gerade noch im Augenwinkel wahrzunehmen. Wirklich gefällt mir an und für sich ganz gut. Ja, The Forest in der Version 0.06b. Ja, ganz neu, brandneu rausgekommen von heute Nacht quasi. Von der letzten Nacht Donnerstag auf Freitag. Wirklich, wirklich sehr nett. Ja, es tut sich ein bisschen was hier und da. Ich denke mal, das ganze Stückchen ist hier wirklich einen guten Sprung nach vorne mehr spielbar. Ja, ich weiß zwar nicht, wie es von der Hardware-Auslastung jetzt ist. Ich kann natürlich hier von der Performance hier nicht klagen. Ja, der Berg war hier aber noch nicht da vor diese Version, oder? Nee. War auf. Oh ja. Nee. Ach so, ja. Ich denke mal, das wird wegen den Höhlen hier sein, dem neuen Höhlensystem. Ja, nee, aber das ist ganz schön hoch hier. Ja, nee, nee, das wegen dem neuen Höhlensystem, mir fiel das bisher wohl noch nicht so auf. Ja, ich nehme hier wahrscheinlich jetzt einfach mal kurz Platz und brate mir dann ordentlichen Lurch raus. Ja, King Outdoor Presents, Let's Play mit DJ Axt in der Version The Forest 0.06b. Ich sag mal Tschüss, ein Gruß an alle.